erste Seesiedlung auf Neusiedler Grund ist, glaube ich, in der Folge des Ausbaus des Seebades entstanden. Das erste Seebad als Pfahlbau ist ja im Zuge der Stadterhebung 1926 errichtet worden. Da hat es zwei Lokale gegeben und während des Krieges oder gegen Ende des Krieges und zu Beginn der Besatzungszeit haben die Leute das geplündert und haben das ganze Holz der Pfahlbauten und alle Bauten dort nach Hause getragen, um ein Brennholz zu haben. Und dann hat so Ende der 50er Jahre hat der Ausbau des neuen Seebades, des heutigen Seebades begonnen mit der Dammanschüttung und im Zuge der Errichtung des neuen Seerestaurants und der neuen Straße ist dann, also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, auch diese erste Siedlung entstanden. Bei uns wird das also das Refugium genannt und das ist die erste Seesiedlung, die dort errichtet worden ist. Den Westhafen hat die Gemeinde gekauft in zwei Etappen, 1973 und 1975 die zweite Etappe, und ich glaube, es sind so über 1000 Hektar, 1100 Hektar, die die Gemeinde gekauft hat. Und das Problem dabei war, dass hier also individuelles Bauen schon möglich war. Und so schauen die Häuser auch aus. Wenn man heute durchgeht, durch den älteren Teil, stehen sogar ein paar Ruinen. Also man hat versucht, so in eklektisch-ländlicher Bauweise Strohdachhäuser mit den berühmten burgenländischen Giebeln zu machen. Warum das nicht angenommen worden ist, weiß ich nicht, aber es stehen heute dort ein paar Ruinen in der Landschaft herum und so. Also die Siedlung am Hafen haben wir zu beplanen begonnen vor 6 oder 7 Jahren. Das ist in einer ähnlichen Art und Weise wie das Refugium bebaut worden mit Parzellen mit rechtwinkeligem Zuschnitt zwischen 600 und 700 Quadratmeter Größe. Und wir haben dort zwei Inseln errichtet, die über Brücken erreicht werden. Und auf diesen Inseln haben wir thematisch das burgenländische Seeatriumhaus, den Streckhof, errichtet, also jedes Haus, das dort gebaut wurde, relativ dicht, entsprechend der Streckhof bebaut, mit einem geschützten Innenhof und einem Wasserzugang, sodass du eigentlich alle Wohnqualitäten, die das Burgenland eh schon uns vorgezeigt hat, dort finden sich dort wieder. Es sind in Summe 63, 64 Wohneinheiten entstanden. Und da gibt es verschiedene Wohnformen. Es gibt Apartments, das sind so 60 Quadratmeter. Dann gibt es Häuser, die kleinsten haben so 90 Quadratmeter und das geht dann bis 200, 250 Quadratmeter Wohnungsfläche. Der uns jetzt zu diesem Projekt hingeführt hat, war ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Mit den zuständigen Naturschutzabteilungen des Landes beziehungsweise auch mit dem sogenannten Welterbebeirat begleitet worden. Das heißt, du musst dir für jedes Projekt, das dann fertiggestellt wurde, eine naturschutzbehördliche Bewilligung einholen. Und das stellt eben sicher, dass du von der Materialität, vom Volumen des Gebäudes her, von der Größenordnung des Gebäudes her, in unserem Fall auch von der Farbigkeit der Gebäude, genau das erreichst, was wir uns alle vorstellen. Neusiedl ist ein typisches Weinhauerdorf, wie es die Gemeinden entlang des Leitergebirges auch sind, wo ja eigentlich schon zur Römerzeit Weinbau nachgewiesen ist, aber natürlich intensiver Weinbau erst im 16. Jahrhundert nachgewiesen ist. Obwohl sich das Gesicht der Stadt nach außen gewandelt hat und sehr modernisiert worden ist, sind die Grundstrukturen der Häuser erhalten geblieben und auch die Keller.
Und es sind teilweise italienische Baumeister, die um diese Zeit an Magnatenhöfen im Dienst gewesen sind und die dürften auch hier bei dieser Errichtung der Häuser und bei den Kellern mit im Spiel gewesen sein. Wir haben italienische Befestigungsformen der Kellermauern, die teilweise auf sehr sandigem Grund stehen, und aus Stabilitätsgründen hat man Bögen am Boden eingezogen. Das ist eine Form, die man aus Italien mitgebracht hat, die uns also den Beweis liefert, dass hier italienische Baumeister auch eingesetzt waren. Und damit haben wir also dieses Stadtbild, das im Wesentlichen im 16. und 17. Jahrhundert entstanden ist und das auf den Weinbau zurückzuführen ist. Aber mit der Modernisierung der Weinwirtschaft sind diese Keller natürlich zu klein und unbrauchbar geworden. Es ist eine neue Generation von Weinbauern entstanden. Da war der Hillinger sicher einer der Pioniere, der sein, ich möchte fast sagen, sein ganzes Wesen in diese Architektur hineingelegt hat. Also es spielt da sehr viel Psychologie auch mit. Das Haus strahlt viel von seiner Persönlichkeit aus. Ja? Also er ist ja einer, der überall seine Marken hinterlässt und der heute zu den prominentesten Weinbauern Österreichs gehört. Und der braucht natürlich eine repräsentative Anlage. Vor 10 Jahren, wie das errichtet worden ist, hat man auch gesagt, das ist futuristisch. Aber was noch interessant ist, ist diese offene Front, also die einerseits den Blick in die Landschaft ermöglicht, aber andererseits wieder für den Betrachter zeigt oder signalisiert, schaut's her, mir kann man beim Arbeiten zuschauen. Ja? Man sieht von außen in den Keller, in den Barrique-Keller hinein, ich habe keine Geheimnisse mehr, ich bin kein Puncher, mir kann man zuschauen, wie bei mir der Wein entsteht. So ungefähr habe ich das Signal empfunden. Ja?